Das Geschäft mit dem grünen Gold. Teures Olivenöl. Spanische Konkurrenz für Italien. Italienisches Olivenöl. Vieles kommt gar nicht aus Italien. Unsichere Konsumenten. Was ist ein gutes Olivenöl? Und in Swissmade Wettstreit der Nasen. In meinem Restaurant beginnt man normalerweise mit Olivenöl und Tomaten. Dann nehmen wir ein bisschen Gewürze und Brot. So machen wir das. Wir nehmen ein bisschen von dem und von dem. Salud. Adolfo Muñoz Martín vom Restaurant Adolfo in Toledo ist einer der bekanntesten Köche Spaniens. Er verwendet überall Olivenöl. Mit jährlich 11 bis 12 Litern Olivenöl pro Kopf verbrauchen die Spanier etwa so viel wie die Italiener. Den Rekord halten die Griechen mit über 20 Litern. Da sind die Schweizer und die Deutschen mit einem Liter bescheiden. Allerdings steigt der Konsum in diesen Ländern zurzeit fast sprunghaft an. Olivenöl ist gut für das Herz. Und ich finde, man sollte es jeden Tag genießen. Jeder sollte etwa 40 bis 50 Gramm Olivensaft pro Tag zu sich nehmen. Meine Küche ist sehr gesund. Es ist eine traditionelle Küche. Und sehr gesund. Ich sage immer, wir sind, was wir essen. Meine Küche ist Teil der authentischen Mittelmeer. Olivenöle durchbrechen, mit der modernsten Technik und rigorosen Qualitätsstandards. Auf den ersten Blick sieht ein Laie nicht, was hier so anders ist auf der Finca Dominio de Valdepusa. Die drei Olivensorten reifen nacheinander, sodass immer eine zum richtigen Zeitpunkt geerntet werden kann. Damit die Ernte von Hand möglich ist, sind die Bäume nicht größer als 2 Meter. Die Tropfenbewässerung kann nach Bedarf gesteuert werden. Dadurch tragen diese Bäume bereits reichlich Früchte, obwohl sie erst dreijährig sind. Das bedeutet einen Vorsprung in der Produktion von 4 Jahren gegenüber der Toskana, wo die Bäume erst nach 7 Jahren soweit sind. Hinter diesem Projekt steht der Marqués de Grignon. Der Agronom aus einer der ältesten Familien Spaniens machte sich schon mit der Modernisierung seines Weinguts einen Namen. Nach dem Wein will er nun ein Olivenöl von höchster Qualität auf den internationalen Markt bringen. El aceite de oliva es un producto clave de la dieta mediterránea. Olivenöl ist ein Schlüsselprodukt der mediterranen Diät. Und der Qualitätsaspekt ist fundamental. Man kann Olivenöl und Wein nicht so behandeln wie Weizen oder Mais. Wir müssen sie auf eine ganz andere Art behandeln. Wir wollen, dass sie in höchster Qualität auf die Tische der besten Restaurants kommen. Darum müssen wir äußerst sorgfältig arbeiten in allen Phasen der Produktion, angefangen bei den richtigen Böden und Sorten. Die Führung der Plantage ist das Wichtigste, vor allem was den Zeitpunkt der Ernte betrifft, der wie beim Wein entscheidend ist. Und dann natürlich die Verarbeitung in der Mühle.
extracción es absolutamente definitivo, como lo es también para la uva. Y finalmente, la elaboración en la almazara, como decimos nosotros. Das Gut umfasst 1600 Hektaren, verglichen mit italienischen Betrieben eine enorme Fläche. Der Marqués de Grignon holte sich die besten Experten aus dem Ausland. Für die Produktion ist das Marco Mugelli. Für den Toskana war die Berufung nach Spanien eine große Herausforderung. Secondo me questa potrebbe essere un momento particolare di risveglio culturale. Meiner Ansicht nach findet hier ein kulturelles Erwachen statt. Ich glaube, dass man sich bei keinem Produkt erlauben kann, zu schlafen. Im Moment ruht Italien auf seinen Lorbeeren aus. Aber die Forschung sollte immer weitergehen. Man darf nie sagen, wir haben erreicht, was wir wollten. Non si può mai dire, siamo arrivati, no. Es ist eine knappe Stunde her, seit diese Oliven geerntet wurden und nun ihren Weg machen durch die modernste Anlage der Welt. In dieser Größe existiert auch in Italien nichts Vergleichbares. Die Anlage in Gabbia Fraile wurde nach den Vorstellungen des italienischen Beraters erstellt und wird an diesem Tag zum ersten Mal in Betrieb genommen. Hier bestand die Möglichkeit, von der Plantage bis zum Endprodukt etwas Neues aufzubauen. Etwas, das in Italien in diesem Ausmaß nicht möglich wäre. Noch klappt nicht alles. Es dauert eine Weile, bis Parameter wie Geschwindigkeit und Temperatur optimal angepasst sind. Das neue Öl. Der gestrenge Meister ist für einmal zufrieden. Auch der Marqués ist seinem Ziel, das beste Öl Spaniens zu produzieren, einen Schritt näher gekommen. Io credo che questo possa rappresentare per la Spagna, come dire, un prototipo. Un prototipo nella strada. Ich glaube, dass das für Spanien ein Prototyp sein könnte, ein Prototyp, der es möglich macht, auf dem richtigen Weg weiterzugehen. Produzione di massa. Io una produzione. Wir müssen eine Massenproduktion umwandeln in eine Produktion vor Ort, die eine hohe Qualität erreicht. Wein und Olivenöl sind verwandte Produkte. Sie sind Ausdruck einer Kultur, eines Terroirs, eines Zusammenspiels zwischen Boden, Pflanze und Klima. Die Etikette des Öls Gabbia Fraile ist einer Weinetikette nachempfunden. Bald soll die Flasche in der Küche und auf den Tischen eines der besten spanischen Restaurants stehen. In Toledo bei Adolfo. Er ist der Erste, der das neue Öl testen darf. Das war für mich eine Überraschung. Denn die Sorte Arbequina hatte immer einen Nebengeschmack. Sie hatte keinen sauberen und perfekten Geruch, denn sie ist sehr heikel. Das Aroma erinnert mich ein bisschen an Milch. Das ist die Sorte. Es ist sehr charakteristisch. Sie schmeckt sehr speziell. Waren alle gleich? Es ist die gleiche Olive. Sie wurde ein bisschen länger bearbeitet, um den Geschmack von Madeira zu entfernen. Das ist beeindruckend.
Es ist eine völlig neue Art, Olivenöl zu produzieren. Du würdest es nicht glauben, dass man so Olivenöl machen kann. Wie viele Aromen hat es drin? Es sind bestimmt 5 bis 6 Aromen. Das ist wie wenn man auf einen Olivenstiel beißt. Es hat etwas Grünes, etwas Salziges. Und alles ist in diesem Olivensaft enthalten. Die Küche von Adolfo, der über jedes Gericht ein wenig Olivenöl gibt, ist nicht nur gut, sondern man kommt so auch zu einem gesunden Quantum an vorbeugenden und heilenden Substanzen. Die Mittelmeerdiät, die im Wesentlichen auf dem Konsum von Olivenöl und dem Verzicht auf tierische Fette beruht, ist eine gute Methode, um das Risiko von Kreislauf- und anderen Zivilisationskrankheiten zu mindern. Este proyecto del aceite. Dieses Projekt hat für mich erste Priorität. Ich hoffe, damit etwas beizutragen zum Image des spanischen Olivenöls. Es ist ein sehr kleines Projekt verglichen mit dem Meer von Olivenöl, das es in Spanien gibt. Aber es hat einen symbolischen Charakter und soll der Gastronomie, den erstklassigen Restaurants einen Anstoß geben und natürlich auch den Liebhabern von Wein und Olivenöl. Rund 170 Millionen Olivenbäume wachsen in Spanien. Die jährliche Produktion liegt bei 1 Million Tonnen Öl. Damit ist Spanien der größte Produzent und Exporteur der Welt. Erster Dezember, der erste Tag der Olivenernte in der Provinz Jaén. Die Arbeitskräfte sind Tagelöhner, die 10 Euro pro Tag verdienen. Die unglaublichen Mengen an Oliven können nicht an einem Tag geerntet werden. Die Ernte zieht sich bis in den März hinein. Jetzt, am Anfang der Saison, ist die Qualität der Oliven gut. Das Öl kommt in Extra-Vergine-Qualität auf den Markt. 2 Euro pro Kilo Öl beträgt der Grossistenpreis für ein Extra-Vergine aus Spanien. Gegen Ende der Saison, vor allem wenn noch ein Frost kommt, der den Früchten schadet und den Säuregehalt in die Höhe schnellen lässt, sinkt die Qualität. Das Öl wird dann zum Massenöl und kommt als sogenanntes Lampantöl auf den Weltmarkt. Die Produktion von Olivenöl wird von der EU jedes Jahr mit 2 Milliarden Euro gefördert. Eine zweischneidige Sache. In Spanien ist fast ein Fünftel des Bodens von Erosion bedroht. Hauptursache ist der intensive Olivenanbau. Das Klima, die Erde, die Topografie und die Höhe von Jaén sind sehr günstig für den Anbau von Oliven. Darum besteht fast die ganze Landschaft aus Olivenbäumen. Wenn wir irgendwo einen Flecken freie Erde sehen, pflanzen wir Olivenbäume. In der Cooperativa Nuestra Señora del Pilar in Villacarrillo befindet sich die größte Produktion der Welt. In Spitzenzeiten werden hier bis 7 Lastwagen gleichzeitig entladen. Es ist eine gigantische Anlage und ähnliche, kleinere findet man zuhauf in dieser Gegend. Diese Sorte, die Picual, ist die gängigste in Spanien. Sie ist etwas gewöhnlich und man nennt sie auch den Cabernet der Oliven. Die Sorten werden getrennt verarbeitet. Die Arbequina ist edler, weniger ausgiebig und daher teurer. Der Produktionsablauf ist, im Gegensatz zu den modernen Verarbeitungsmethoden, offen.
Das heißt, nach dem Mahlen der Oliven bleibt die Olivenpaste weiterhin an der Luft. Diese Kooperative ist eine besondere Art von Fabrik. Wir haben 1.900 Mitglieder und verarbeiten Öl von 1,1 Millionen Olivenbäumen. Das ist viel. Wir sind die größte Kooperative der Welt und haben am meisten Oliven. Die Kooperative produziert durchschnittlich die riesige Menge von 12 Millionen Kilo Olivenöl pro Jahr. Nur ein Teil wird in Flaschen abgefüllt und bleibt im Land. Die große Menge wird für den Export produziert. Tolly, eine Firma, die heute zum Großkonzern Unilever Best Foods gehört, ist der Marktleader beim Olivenöl und einer der großen Abnehmer von spanischem Öl. Dass italienisches Olivenöl manchmal nur noch zu 30% oder weniger aus Italien selbst stammt, hat Polemiken ausgelöst. Auch das Öl in den Flaschen von Bertolli ist nicht nur italienisch. Das ist legal, wenn Italien auf dem Etikett nicht als Erzeugerland bezeichnet wird. Bertolli è un prodotto di alta qualità, è un olio di alta qualità con diverse origini. Bertolli ist ein Produkt von hoher Qualität mit Ölen unterschiedlicher Herkunft. Wir kennen den Konsumenten und möchten ihm ein Produkt geben, das schmeckt. Darum arbeiten wir im Bereich des Geschmacks. Und der Geschmack kommt nicht von der Herkunft. Bevor die Ladung abgepumpt wird, kommt eine Probe in die Labors von Bertolli. Dort wird sie kontrolliert, insbesondere ob das Olivenöl extra vergine ist oder nicht. Was extra vergine oder auf Deutsch nativ extra ist, also die höchste Qualität, entscheiden zwei Tests nach EU-Normen. Eine große Firma wie Bertolli kann sich eine gut ausgebaute Qualitätskontrolle leisten. Wir geben uns nicht damit zufrieden, das Produkt nur im Hinblick auf die gesetzlichen Vorschriften zu kontrollieren. Wir wollen, dass es viel restriktiveren Bedingungen genügt, um dem Konsumenten die Qualität, die Echtheit und die Nährwerte zu garantieren und nicht zuletzt auch die Sicherheit. Ein Thema, das für unsere Gesundheit wichtig ist. Erst nach der Kontrolle darf die Ware abgeladen werden. In den Tanks von Bertolli lagern 5.200 Tonnen Olivenöl im Wert von 1 Million Euro. Die Olivenöle von Bertolli sind präsent auf der ganzen Welt. Ab 1. November 2003 werden die EU-Vorschriften nochmals strenger. 75% des Öls muss dann aus dem Land selbst stammen. Das Bertolli-Öl gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Qualitäten.
Dass es auch wirklich extra vergine ist, wenn dies auf der Etikette steht, wird verbürgt. Eine große Firma, eine große Marke, die das Endprodukt zurückverfolgen kann bis zur Herkunft. Die Kenntnis und die Zertifikation der Ölmühlen, die chemischen und physikalischen Analysen jeder Charge Öl, die in dieses Gebäude kommt, sind die größte Sicherheit, die man einem Konsumenten geben kann. Es ist nicht möglich, dass ein Produkt, das aus einer großen Firma wie der unseren kommt, nicht extra vergine ist. 2 Tests entscheiden, ob ein Olivenöl extra vergine ist. Die chemische Analyse gibt Auskunft über den Säuregrad, die Anzahl Fettsäuren und Vitamine. Besteht ein Öl diesen Test, heißt das aber noch nicht, dass es extra vergine ist. Das muss sich in einem zweiten Test bezüglich Geruch und Geschmack bestätigen. Der Säuregrad darf nicht mehr als 1% betragen, was schon sehr hoch ist. Toskanisches Öl hat in der Regel einen Säuregrad von nur 0,2%. Ein Panel von mindestens 8 Personen unterzieht das Öl dem sensorischen Test. Geruch und Geschmack werden geprüft und negative und positive Eigenschaften notiert. In der Handelskammer Florenz sind zur Zeit der Olivenölernte jeden Tag solche Panels an der Arbeit. Eine Sitzung dauert 1 Stunde. Mehr als 5 Öle aufs Mal kann die menschliche Nase nicht bewältigen. Die Arbeit erfordert höchste Konzentration. Die Ergebnisse der Prüfer werden zusammengefasst und so entscheidet sich, ob ein Öl sich extra vergine, auf Deutsch nativ extra, nennen darf oder ob es bloß vergine, auf Deutsch nativ ist. Schlechtere Kategorien sind gewöhnliches Olivenöl und Lampantöl. L'olio extra vergine non deve avere difetti. I difetti. Ein extra vergine Öl darf keine Fehler haben. Die Hauptfehler eines Öls können sein: ranzig, überhitzt, weinstichig, schimmelig. Öl kann ganz viele Fehler haben. Es ist eine Substanz, die auch schlechte Gerüche aus der Luft aufnimmt. L'olio è una sostanza che assorbe anche i cattivi odori che ci sono nell'aria. Der Kauf eines guten Olivenöls ist nicht einfach. Das zeigt ein Beispiel aus einem Test der deutschen Stiftung Warentest. Am besten schnitt ein Olivenöl der deutschen Lebensmittelkette Lidl ab. Es war gleichzeitig das billigste mit 2,65 Euro pro Liter. Kann man so billig ein gutes Olivenöl produzieren? Fragten sich Leser der Wein- und Olivenölzeitschrift Merum. Andreas Merz, selber Olivenölproduzent und Chefredaktor von Merum, ließ das Öl von 2 italienischen Panels nachtesten. Diese kamen zum Schluss, es verdiene das Prädikat extra vergine nicht. Das Mailänder Panel der Mastri Oleari stufte das Lidl-Öl als Lampantöl ein, was nicht verkauft werden dürfte. Das Panel von Florenz beurteilte es als gewöhnliches natives Olivenöl. Das Muster, das unserer Kommission zur Untersuchung übergeben wurde, erwies sich als stark fehlerhaft. Die Kommission hat einhellig die Fehler weinstichig und überhitzt sowie andere kleinere Fehler festgestellt. Deshalb wurde das Muster nicht als extra vergine definiert, sondern wurde für dieses schlechte Resultat beim sensorischen Test abgewertet. NZZ-Format bat Lidl um eine Stellungnahme. Lidl bestritt die Vorwürfe und wies 2 positive Analysen vor, die sich auf die von Merum getestete Charge bezogen. Sie stammen nicht von einem anerkannten Panel, sondern von einem privaten Labor. NZZ-Format bat auch die Stiftung Warentest um eine Stellungnahme. Die Stiftung zweifelt nicht daran, dass der erste Test einwandfrei war. Sie ließ das Lidl-Öl aber nochmals testen, diesmal eine neuere Charge.
Die Stiftung Warentest selbst hat Nachprüfungen jetzt angestellt. Die Ergebnisse liegen aktuell vor. Und wir müssen leider sagen, dass das ursprünglich richtige Testergebnis, das wir ermittelt und veröffentlicht haben, nicht mehr haltbar ist. Die Qualität, die Lidl später, also in den nachgeprüften Proben, verkauft hat, entspricht, wenn man die gleichen Testkriterien anlegt wie bei unserem Olivenöltest, nicht mehr der Güteklasse Nativ Extra. Inzwischen wirbt Lidl aber mit dem ersten Testresultat. Was ist nun die Konsequenz aus den beiden neuen negativen Tests? Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist, dass Lidl diese Werbung, die auf den Flaschen jetzt aufgedruckt ist, nämlich mit dem Testergebnis gut, nicht mehr aufrechterhalten kann. Das ist schlichtweg Verbrauchertäuschung und das gehört von den Etiketten genommen. Die Konsequenz für den Konsumenten: Qualität kaufen und dafür mehr bezahlen. Die Herkunft von Flaschen mit diesem Gütesiegel ist kontrolliert. Die Unaprol, eine Vereinigung von 730.000 Olivenölproduzenten in ganz Italien, und die Organisation Oliveti d'Italia gehen mit dem guten Beispiel voran. Was die Unsicherheit der Konsumenten in aller Welt betrifft, können wir zwei Dinge tun. Wir haben heute in Europa ein großes Instrument für die Identifikation, die DOP. Diese Gütesiegel garantieren dem Konsumenten zu 99,9%, dass das Öl aus der angegebenen Region stammt. Zweitens arbeiten wir seit einiger Zeit an Projekten, die das Produkt zum Ursprung zurückverfolgen. Der Käufer kann seine Flasche bis zu ihrer Herkunft genau identifizieren. Jede Flasche, die bei Oliveti d'Italia produziert wird, trägt eine Identifikationsnummer. Ein beispielhaftes Internetprojekt unter der Leitung von Pasquale Costantino erlaubt dem Konsumenten mittels dieser Nummer auf der Homepage von Oliveti d'Italia alles über das Öl herauszufinden. Zwei Dutzend Techniker im Feld sorgen für die Aktualisierung. Man kann die Region, das Dorf, den Olivenbauern, die Sorte und sogar die chemische Analyse eines Öls nachschauen. Dieser Abend ist vollständig den Olivenölen gewidmet. Wir haben das Menü passend zusammengestellt. In der Nähe von Florenz, im Restaurant Carmagnini, trifft sich jeden Monat ein Club von Feinschmeckern. Heute spielt das Olivenöl die Hauptrolle, die sonst der Wein hat. In der Toskana, der Hochburg des Olivenöls, stellt Marco Mugelli zwei Sorten reine Öle vor, die er in Spanien für den Marqués de Grignon produziert hat und nun erstmals außerhalb Spaniens präsentiert. Gewissermaßen als Testlauf. Dies ist das klassische harmonische Öl. In seiner Zusammensetzung süß oder bitter, aber sehr zurückhaltend, um die Speise nicht zu stören. Sehr gut, vor allem mit diesem Essen. Es ist ein sehr delikates, leichtes Öl. Das erste ist fein, das zweite mehr strukturiert, harmonischer. Ein sehr gutes Öl. Ein Kompliment für den Produzenten, ein Kompliment für Spanien. Olivenöl steht kurz davor, ein Produkt der Spitzenklasse zu werden. Mit moderner Technologie, strengeren Bestimmungen und besserer Kontrolle steigt die Qualität. Und damit auch die Freude am Öl des Olivenbaums, dem Geschenk der griechischen Göttin Athene.
Sie sahen das Geschäft mit dem grünen Gold. Die Kassette dieser Sendung ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich. Oder per Fax 01 262 38 14. Oder über Internet. Wettstreit der Nasen. Gleich in Swissmade. Die größte Auswahl in Europa an extra vergine Olivenölen soll es sein, im Olive Shop in Zürich. Man findet um die 90 verschiedene. Da fällt die Wahl nicht leicht, aber zum Glück kann man sich beraten lassen von Alper Bingöl, der sich erkundigt, wofür man es braucht und was man gern hat. Da kann ich nach Region, kann ich sagen, ja okay, mild Ligurien, etwas Kräftiges, Toskana, etwas Fruchtiges, etwas Grünes, kann ich nach Sizilien gehen oder nach Lecce gehen. Auch in Oliven kann man schwelgen und unter 30 Sorten auswählen. Alper Bingöl war früher Spitalkoch, nun ist er Verkaufsberater für Olivenöl. Inzwischen weiß er viel über Olivenöl und will sich weiterbilden. Gegenwärtig besucht er einen Kurs der Hochschule Wädenswil. Hier wird das erste Panel der Schweiz ausgebildet. Ein Gremium, das für die sensorische Kontrolle von Olivenölen zuständig ist. Annette Bongartz, Dozentin für Sensorik an der Hochschule Wädenswil, hat den Kurs angeregt und als Referenten Dieter Oberg gewonnen, Mitglied eines Panels in Deutschland. Sehr intensiv, wie ich es Ihnen gleich noch mal zeige. Und dann speichern Sie das, was Sie sich gemerkt haben, in Bezug auf Fehler oder Fruchtigkeit im Kopf. Und dann machen Sie eine kurze Atempause und gehen an den Geschmackstest heran. An diesem Kurstag geht es darum, die Nase zu trainieren. Diese Fläschchen enthalten synthetische Duftstoffe. Sie simulieren Fehler, die ein Olivenöl enthalten kann, wie schlammig, modrig oder ranzig. Die Kandidaten müssen in der Lage sein, diese Fehler zu identifizieren und sie der Intensität nach auf einer Skala festzuhalten. Das ist sehr schwierig und fordert enorme Konzentration. Denn manche Fehler sind oft nicht eindeutig erkennbar und für den Laien leicht zu verwechseln. Das Panel soll am Ende des Kurses in der Lage sein, Olivenöle zuverlässig zu prüfen und alle Fehler auch in minimaler Intensität zu erkennen. Andererseits muss man auch die positiven Eigenschaften wie bitter, pikant und fruchtig erkennen. Und das lernt man nur durch intensives Training der Nase und durch Vergleiche. Wir haben Öle so zueinander koordiniert, dass wir immer ein sehr gutes, also ein Extra Vergine mit einem vielleicht Ordinary Virgin kombiniert hatten und vielleicht sogar ein Lampante. Das ist also das Schlechteste vom Schlechten eigentlich. Fast nicht mehr verkehrsfähig. Insofern hat man also versucht, dem Panel eigentlich vor Augen zu führen, wie die Unterschiede sind, wie die Unterschiede bezüglich den Intensitäten sind. Die menschliche Nase ist ein sehr differenziertes Instrument, das nicht ersetzbar ist. Trotzdem hört man immer wieder die Kritik, die sensorischen Tests seien subjektiv und nicht zuverlässig. Durch die Anzahl der Prüfer, es müssen für die EU mindestens 8 sein, ist die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen sehr gering. Annette Bongartz wollte es trotzdem wissen. Sie ließ einige Paneltests von einer Maschine, einer elektronischen Nase, nachprüfen. Die elektronische Nase, die sogenannte E-Nose, kann inzwischen einiges. Sie funktioniert mittels Metalloxidation. Sie muss allerdings zuerst gefüttert werden mit Referenzdaten. Dann kann sie neue Eingaben zuordnen. Für die Olivenöltests gab man der E-Nose Daten von prämierten Olivenölen und Daten von sehr schlechten ein. Dann testete man Olivenöle, die in einem Paneltest gut oder schlecht abgeschnitten hatten. Man wollte wissen, ob die E-Nose die Beurteilung bestätigen würde. Die Resultate des Panels wurden von der E-Nose bestätigt. Links rot sind die prämierten, rechts blau die schlechten Olivenöle. Die neuen Öle, hier schwarz, erscheinen tatsächlich in den entsprechenden Bereichen. Ja, man könnte mit diesem Instrument sicher in einem ersten Schritt sehr schnell
feststellen, lohnt es sich überhaupt von diesem Olivenöl weitere Untersuchungen zu machen, sei es das die chemischen Untersuchungen oder in einem nächsten Schritt dann auch die sensorielle Beurteilung. Die Maschine kann den Menschen entlasten, aber nicht ersetzen. Für feinere Unterschiede ist die menschliche Nase überlegen. Es fragt sich nur, wie lange noch. Jedenfalls bleibt das Degustieren, ob mit der Nase oder dem Gaumen, eine sinnliche, vergnügliche und spannende Sache.